Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Landkreis Rostock. Wie ihr seht, sind wir hier gerade im Wald unterwegs. Naja gut, hier ist nicht mehr viel Wald übrig. Sagt, wir hatten ja immer so immer 20 mal 5 sind 200 Meter, nehmen wir immer ein Stück Wald raus. Ich habe jetzt auch mal auf Langholz umgewechselt. Wir werden wahrscheinlich auch immer erst nur Langholz machen, weil es schnell und effektiv ist. Wie gesagt, der Liebherrbagger steht da oben. Den brauchen wir halt zum Verladen. Sagt, wir haben jetzt da noch eine Spur runter, dann haben wir das Stück auch fertig, dann haben wir aber keinen Wald mehr übrig. Ich glaube, ich müsste rein theoretisch mal kurz warten, bis der LKW da ist. Wie gesagt, wir forsten den Bereich dann wieder auf, wir fräsen den einmal durch. Ich kann mal schnell da oben hinrennen. Und ich weiß gar nicht, haben wir über 3.000, 4.000 Bäume hier gepflanzt? Können wir gleich mal kurz gucken. Wie gesagt, dann lassen wir Wald Wald sein. Dann haben wir hier halt schön viele Bäume. Wir können ja mal gucken. Okay, da kommt schon. Okay. 4.500 Bäume auf zwei Flächen. Oh Gott, dann kommen da ja auch wieder 2.000 Bäume hin, oder was? Und der LKW ist da. Wie gesagt, deswegen habe ich hier noch den Weidemann stehen. Wir hatten ja immer da, wo die wo er mit den Setzlingen am Ende ist, sind wir mal mit dem Weidemann da hingefahren und haben den wieder befüllt. So, dann laden wir den Kram. Ach, hätte ich doch noch daneben packen können. Der hat ja einen ganz langen Arm. So, dann schieben wir das mal hier rauf. Wie gesagt, bevor vielleicht die ganze Erntesaison losgeht mit Gras, würde ich gerne dieses Waldstück hier fertig haben. Und dann müssen wir mal weiter überlegen, ob wir, wenn wir Geld haben, uns ein neues Waldstück kaufen, damit wir keine Pachtkosten mehr haben. Aber wie gesagt, wir bräuchten ja auch mal vielleicht mehr Felder. Was macht der Stamm denn da? Warte mal, das müssen wir ein bisschen hinordnen. Macht er das richtig? Ja. So. Machen wir mal kurz Z. Fahren wir einmal runter. Wie gesagt, jetzt noch eine Spur, dann haben wir das soweit fertig. Dann holen wir aus diesem Waldstück nichts mehr raus.
Weiß gar nicht, wie lange die wachsen müssen, Bäume. So, dann hängen wir das mal ein. So. So, dann ziehen wir das da ran, machen den hier hoch. Wir könnten eigentlich mal drehen. Vielleicht kriegen wir ja mal, dass das so halbwegs gerade auf dem Hänger liegt. So. Dann drücken wir das noch ein bisschen ran. Ich sag, dann müssen wir irgendwann diese Parzelle, sage ich jetzt mal noch, mähen, wollte ich gerade sagen, fräsen. Dann können wir auch irgendwann die Bäume hier reinknallen. Aber ich denke mal, wenn, dann bestimmt erst irgendwann zum Herbst. So, verladen wir das, damit wir immer wieder den LKW losschicken können. Ey, nicht weglaufen. Warte mal ein bisschen dichter, dass wir den einen da auch noch greifen können. Und wie gesagt, so geht's eigentlich effektiv schneller, ne? Warum liegt das jetzt so doof? Kriegen wir den Einzelnen da gegriffen? Geht doch. Na. Dann haben wir, wie gesagt, das kommt erstmal beim Sägewerk immer in Holzlager, sag ich mal. So, denn du noch. So, dass wir den nicht mit... Warte mal, wir drehen uns mal lieber weg. So, dann können wir den einmal losfahren lassen. Holzlager Sägewerk. So. Können wir schon wieder unten einmal neu holen. Wie gesagt, so muss man sagen, geht's echt effektiver. Sagt den Ponze, war das ein Ponze Buffalo? Den habe ich wieder verkauft. Wollen wir das denn jetzt immer so machen? Einmal das. Ah. Sieh das mal ran. Kriegen wir noch einen ran? Jawohl. So, okay, der eine macht aber komische Sachen.
Noch ein bisschen den Stämmen hier ausweichen. Oder den Stuppen. Ich sag, mit den Liebherr zusammen geht's ja echt gut bei der Verladung. Oh. Da wir ja eh fräsen, ist von der Verdichtung her, denke ich mal, kein Problem. So. Hallo? Jetzt. So. Hängen wir das mal an. Ziehen wir das mal hoch. Warte mal, wir können ja mal Allrad reinmachen. Und dann haben wir das hier jetzt auch durch. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir weiterverfahren. Ich denke mal, es müsste irgendwie aufs Kaufen zulaufen. Weil sonst, wenn die Kosten uns irgendwann über den Kopf wachsen, nicht mehr wirklich pachten, sondern wirklich kaufen. Oh, sind das da unten schon die letzten? Ja. Dann müssen wir echt erstmal noch die letzte Spur runtermähen. Sie sagt immer 5 × 20 Meter, weil der Harvester ist auf 20, also VCA auf 20 Meter gestellt. Deswegen 5 × 2. Wie gesagt, dann vielleicht noch schön durch Sachen vom Hof verkaufen, Pellets. So Holzpellets sind auch schon ein paar Paletten fertig. Nehmen wir das noch mal kurz schnell zusammen. So, müssen wir einmal oben zum LKW springen. So. So, der ist ja hier oben. Können wir den einmal entladen. Dann wird den einmal wieder auf Holzladenwald 4. Wie gesagt, hier denn. Wenn wir schon mal hier hinspringen. Fleißig beim Produzieren. Und ich habe noch ein bisschen hier auf dem Hof was angepflanzt. Hier steht zwar Ölrettich, aber ich habe, sag ich mal, die Ölrettich-Textur verändert. Also, oder ersetzt durch so eine Art Gründüngung. Nicht Gründüngung.
Blühstreifendüngung, also mit Sonnenblumen drin. Sonnenblumen, ach, alle möglichen. Man kann die auch wohl wegmulchen und die wächst immer wieder nach. Aber die Textur gefällt mir. Nehmen wir den einmal aus dem Weg oder lassen die einfach mal hier stehen. Wie gesagt, dann hier fräsen, Bäume rein. Können wir hier nochmal gucken. Also ich bin da ja schon drin. Hier Gras müsste auch bald soweit sein. Ich habe nochmal die hier um das Pappelfeld auch diese Ölrettich, also läuft unter Ölrettich jetzt, sieht aber nicht mehr aus wie Ölrettich, also nicht mehr die, ich habe die Standardtextur verändert. Wie gesagt, das, wenn das mal soweit ist mit dem Wachstum, hier steht ja Wachstumsphase 1 von 5, wie gesagt, man kann sie dann wegmulchen und ich glaube zum Winter hin wird sie dann auch braun. Aber das werden wir dann sehen. Wie gesagt, da gibt es ein gutes Video bei YouTube, der einen beim Einbau so ein bisschen anleitet. Finde ich richtig gut. Und ich sag mal so, ich werde dann mal hier weitermachen, noch die letzte Bahn runter, die Bäume fällen und dann denke ich mal, werden wir uns wiedersehen zum Wiese mähen. Oder noch die Sachen verkaufen. Mal gucken, wie schnell das hier geht, was als erstes kommt. Oder wir verladen die Paletten und verkaufen die. Das werden wir mal, werdet ihr sehen im nächsten Video, was wir machen. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und bis zum nächsten Mal.